Unser Frühling hier in Irland war dieses Jahr spät dran und Tim hat gerade erst die letzten Bienenstöcke kontrolliert. Manche davon stehen auf anderen Grundstücken und wir dachten, dass ihr es vielleicht interessant findet, mit uns mitzukommen, um zu sehen, wie es den Bienen dort ergeht. Dieses Feld hier ist nur ein paar Kilometer von uns entfernt. Tim hat ihr Ende letzten Jahres nur 3 Bienenstöcke zurückgelassen. Seitdem war er nicht mehr hier. Als Miete zahlt er dem Grundstückbesitzer ein paar Gläser Honig pro Jahr. Ein ziemlich guter Ort, um Bienen zu halten. Hier kommt kaum jemand vorbei. Es ist durchaus möglich, dass Tim der Einzige ist, der dieses Feld zurzeit betritt. Am Anfang hatte Tim seine Stöcke unter den Fichten dort unten aufgestellt, bis ein Sturm die Bäume umgeweht hat und dabei die Bienenstöcke umgestoßen hat. Also hat er sie alle weiter oben wieder aufgestellt. Wie ihr seht, ist inzwischen alles etwas überwachsen hier. Langsam verwandelt sich das Land wieder zurück in Wald. Die Ackerwinde und wilde Brombeeren helfen in diesem Prozess. Bald werden sich die ersten Eschen und Schlehen ansiedeln. Und wenn alles weiterhin der Natur überlassen bleibt, kommen bald Eiche und Haselnuss und auch Kiefer hinzu. Und bald schon hat man ein ganz anderes Habitat von einem offenen Feld. Eines voll mit verschiedenen Pflanzen und Tierarten. Als Tim hier übers Wochenende nach den Bienen schauen wollte, hat er die beiden ersten Stöcke sofort gesehen, aber am dritten Stock ist er glatt vorbeigelaufen. Er war total überwuchert. Tim hat sich schon Sorgen gemacht, dass der dritte vielleicht gestohlen wurde. Vor dem letzten Winter hatte Tim sie alle gegen die Varroa-Milbe behandelt, aber hatte ihnen ausreichend Honig überlassen, um zu überwintern. Er muss somit nie künstlichen Honig zufüttern. Aus Erfahrung weiß Tim inzwischen, dass Schutz vor den Elementen für Bienen viel wichtiger ist als Südlage oder direkte Sonneneinstrahlung, weil die Brut im Stock immer schön warm gehalten werden muss. Und wenn der Stock viel Wind aushalten muss, kann er schnell auskühlen. Wenn man sich nun mal diese Bienen hier anschaut, sieht man sofort, dass es ihnen reichlich wenig geschadet hat, dass sie den ganzen Winter von einer Hecke umwuchert waren. Den Bienen geht es allen gut, nur brauchen sie dringend mehr Platz. Also hat Tim auf jeden Stock eine weitere leere Beute gesetzt. Und schaut euch nur mal die wilden Brombeeren an. Wenn das Wetter so bleibt, wird sich dieses Feld in ein Blütenmeer verwandeln, das die Bienen für Monate ernähren wird.